Es sind Bilder, die Hans-Jürgen Herwig und Manfred Nitschke nie vergessen werden. Rauch, viele Menschen, viele Feuerwehrautos schon da. Ich habe den Krieg zwar nicht miterlebt, aber so kann ich mir vorstellen, dass es nach einem Bombenangriff ausgesehen hat. Die Fabrikhalle mit einer Fläche von knapp 2000 Quadratmetern wird komplett zerstört. Treibgas, das die Firma in Spraydosen drückte, ist in der Nacht durch ein Leck der Abfüllanlage ausgetreten und der Funke eines Lichtschalters löst wahrscheinlich die Explosion aus. In der Umgebung reißt die Druckwelle Dachziegel weg, Decken kommen runter und Fenster und Türen werden herausgerissen. Manfred Nitschke wohnt rund 100 Meter von der Unglücksstelle entfernt, in der Röntgenstraße Nummer 8. Es kam ja alles rübergeflogen von der Firma Reinl, lag ja alles verstreut auf der Straße, in den Höfen. Rundherum waren hier auch viele Anwohner verletzt mit Schnittwunden oder Prellungen von herumfliegenden Teilen. Einer der ersten Helfer vor Ort ist Hans-Jürgen Herwig, Wehrführer der Feuerwehr in Bruchköbel. Der Brand war an sich gar nicht so groß gewesen, das war also die erste Stichflamme, wie alles weggeflogen ist. Der ganze Einsatz ging ja den ganzen Tag, bis wir um 17 Uhr ungefähr, glaube ich, war dann die Meldung, dass niemand mehr vermisst wurde. Es folgen wochenlange Aufräumarbeiten. Über 550 Helfer sind vor Ort und sichern die Gebäude, auch in der Nacht vor Plünderern. Der neu gebaute Bauhof ist auch betroffen. Immer noch ein Gesprächsthema bei den ehemaligen Mitarbeitern. Ja. Unbeschreiblich. Ja, ja. Wie ich hier Richtung Hof gekommen bin, hab dann die Halle gesehen, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. So was tut weh. Ja. Auf einmal habe ich ja fürchterliche Explosionen gehört. Da habe ich erst gemeint, die Heizung wäre explodiert im Keller. Und dann bin ich raus und bin ans Fenster und da war das Fenster war weg. Und die Splitter haben alles gegenüber in die Tür gesteckt wie Speere. Der gesamte Schaden beläuft sich auf 20 Millionen Mark. Bruchköbel erinnert heute in einem Gedenkgottesdienst in der evangelischen Jakobuskirche den drei Todesopfern der Explosion. Die Gedenkfeier soll aber ebenfalls an die positiven Aspekte des Unglücks erinnern. Das ist Bürgermeisterin Silvia Braun wichtig. Jeder hat jedem geholfen. Ne? Es waren ja so viele auch geschädigt. Man hat sich um die Familien der Verletzten und der Opfer gekümmert. Die Sachschäden, da musste auch der eine auf den anderen aufpassen. Und das ist auch ein Effekt, der über die Zeit nachwirkt. Und immer wenn man sich unterhält jetzt auch mit den Zeitzeugen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den jeder erwähnt. Die Explosion ist das Ende der Firma Reinl. Heute erinnert nichts mehr an die ehemalige Firma. Zwei Jahre nach der Explosion ist dort ein Wohngebiet entstanden.